Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play der Pate mit Dr. Hideki alias Doc alias Mia. Oder irgendwie anders, ich habe keine Ahnung mehr, wie das war. Und wir werden heute natürlich uns ein bisschen sputen und weitermachen wie das bisher. War ein tolles Spiel. Das war das letzte Mal. Wir haben heute zwei 60er Aufnahmen noch zu erledigen, also zwei 60 Minuten Aufnahmen. Das liegt daran, dass ich beschlossen habe, was wäre ich nur ohne diesen Job? Ja, weil ich beschlossen habe, jetzt mir das Wochenende mal freizunehmen. Heißt, ich nehme jetzt noch am Freitagabend auf. Es ist 7:45 und extra für euch verpasse ich gerade meine Fernsehserien, könnte man fast sagen. Aber ich gucke ja gar nichts im Fernsehen, also kann ich auch nichts verpassen. Ja. Also ich spiele einfach, weil ich gerade ein bisschen Zeit habe. Mal so 2 Stunden. Und ja, was gibt es Neues, außer dem, was sowieso schon jeder weiß? Also, ich wurde liebevoll promoted von jemandem, der wirklich was drauf hat, wie ich jetzt im Nachhinein herausgefunden habe. Dieser jemand ist nämlich ein Musikmacher. Also, der macht selber Musik. Und zwar richtig gute, meiner Meinung nach. Von daher, also cool. Der wird mir wahrscheinlich ein Intro basteln irgendwie. Also ich bin gerade in einer Besprechung mit ihm deswegen. Und dann seht ihr vielleicht schon ab meinem nächsten Let's Play, also jetzt nicht Desktop Dungeons, sondern wahrscheinlich das danach, ein Intro von mir. Richtig mit, ne? Also mit Musik. Belassen wir es mal dabei. Aber erstmal gucken, ob das überhaupt was wird. Gut, ich werde jetzt erneut versuchen, hier reinzukommen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich hier schon rein kann oder ob das immer noch, aber scheint immer noch, ne? Gesperrt zu sein. Also müsste ich erstmal ein paar Brasiläden einnehmen. Ja, es ist immer noch gesperrt. Von den Kunios die Drehscheibe. Ja. Na gut, dann machen wir jetzt mit dem Brasiläden weiter. Yo, was gibt's sonst noch? Ja, die Let's Player News haben ja ein, wie vielleicht der eine oder andere mitgekriegt hat, eine Promoting-Aktion gestartet, wo jeder einen anderen Let's Player promoten soll. Heißt sagen, was findet man an ihm gut, warum sollte man gerade ihn abonnieren und sowas. Und da habe ich ja auch dran teilgenommen. Und ich wurde auch selber promotet von demjenigen, den ich vorhin gerade schon kurz erwähnt habe. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann deinen Namen wirklich nicht aussprechen. Also ich kriege das irgendwie nicht hin. Gom Lennartz oder so heißt er. Und also ich hoffe, das war jetzt an so in der Nähe von richtig. Tut mir echt leid, wenn nicht. Und ich, wie ihr seht, habe ich im Moment, ich bin ein bisschen verpeilt. Es ist heute zwar eigentlich nichts wirklich passiert, aber irgendwie, ich weiß nicht. Bin ganz schön daneben heute. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich versuche trotzdem mein Bestes zu geben und hier irgendwie was zu machen. Wahrscheinlich bin ich nicht verpeilt, ich bin einfach nur gerührt, dass es wirklich Leute gibt, die mich, ohne dass ich sie darum gebeten habe, mal promoten. Respekt. Und ich habe natürlich auch jemanden promotet. Das Video müsste ja auch hochgeladen sein. Beziehungsweise für euch ist es ja schon morgen. Ich lade ja heute gar nichts mehr hoch. Ich werde jetzt gleich im Anschluss von der Part auch nochmal was anderes aufnehmen, was ich jetzt allerdings namentlich nicht erwähnen werde. Denn wer meine Bulletins auch aufmerksam liest, der weiß auch, was dann ab morgen mit hochgeladen wird. Von daher brauche ich das auch gar nicht erwähnen. Jo. Und los geht das. Auf dass wir das hier jetzt relativ locker einnehmen können. Nicht wahr? Wer hat dich denn eingeladen? Wer mich eingeladen hat? Das ist eine gute Frage. Wie wär's mit... Er hat... Bam!
Damn cheap. Ja, das war jetzt, ist halt einfach so passiert und war doch eigentlich eine ganz gute Aktion. Oh, es ist Zahltag und wir sind schon 64. Irgendwas. So. Hilfe! Die Gegend hier war mal sicher. Hab ich doch gewusst, dass hier noch einer war. So. Ja. Oh, Verzeihung. Bitte, ich will keinen Ärger. Ich könnte ein paar Freunde vorbeischicken. Okay, ich hab schon verstanden. Cool. Sie ist aber eine Schnellcheckerin. Na, kommt da nichts? Schaut nicht so aus. Aber warum? Ja, das war keine gute Aktion von mir. Das versuchen wir doch gleich nochmal. Aber erstmal gucken wir hier, ob hier noch eine Filmrolle irgendwie rumliegt. Ja, ich bin jetzt momentan nicht so viel am Reden, weil ich bin mich gerade sehr am Konzentrieren. Ich will das nämlich heute relativ, also ich will jetzt in den 2 Stunden versuchen, wirklich noch alle Läden einzunehmen. Dass sich das nicht so ewig hinzieht mit den Läden ein. Ja. Und da arbeite ich gerade intensiv dran, dass das was wird. Ist das kalt? Wir haben eine Abmachung. Die Corleones kriegen jede Woche ihr Geld. Versprochen. Ja, jetzt kommen sie alle nacheinander hier reingefetzt. Also müssen wir ein bisschen was unternehmen. Und jetzt verschwenden sie nicht. Aufhören, was willst du? Niemand schmuggelt etwas in dieser Stadt, ohne die Corleones am Gewinn zu beteiligen. Okay, aber dafür schützt ihr Typen mich. Natürlich. Aber sieht die doch. Schande. Ja, das war jetzt Pech, aber das ist auch egal. Wir haben das Geschäft ja noch markiert, also fahren wir da jetzt nochmal ganz schnell hin. Bandenkrieg haben wir zwar verloren und die haben uns Gebäude gesprengt. Ich habe übrigens erfahren, die sprengen uns Gebäude. Die nehmen uns die nicht raus, verdammt nochmal. Die klauen uns die nicht, die sprengen die einfach nur. Und das ist doch sehr vorteilhaft. Weil wenn die nur sprengen, dann können wir da halt kurz mal nicht rein, aber an sich tut das ja nicht so viel, als wenn jetzt Gebäude übernehmen und wir müssen das wieder zurückholen. Nö. Also von daher finde ich das relativ cool gelöst. Sollen die mal ruhig irgendwelche Gebäude sprengen, das ist egal, kriegen wir halt kurz mal ein bisschen weniger Geld, aber Wayne interessiert's. Mal ehrlich jetzt. Ist doch viel besser so. Der Bandenkrieg ist vorbei. Das Geschäft müsste uns gehören. Ja, und hier stehen auch unsere Leute rum. Suppi. Suppi optimali. Obwohl.
Ist ja gar nicht supi optimal. Die Corleones und ich sind Partner, okay? Gehen Sie wieder an die Arbeit. Suppi optimali würde ja heißen, dass es suboptimal war, aber es war ja gar nicht suboptimal. Es war ja super. War ja sehr optimal. So, wir holen uns, was wir kriegen können und geben nichts davon wieder zurück. Ja. Wir haben eine Abmachung. Die Corleo. Und weiter geht's zum nächsten Laden. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass wir das hier geschissen kriegen, ordentlich, aber naja. Das wird schon alles irgendwie, ne? Gehen wir mal rüber. Ich bin nicht Ihr Püppchen. In die nächste Stadt. Midtown. Wir fahren nach Midtown. Yeah. Ja, was gibt's sonst noch? Jetzt spontan gar nichts drin, was ich geben wollen würde, sollte, täte. Was ist das denn für ein Laden? Das war schon eingenommen. Ach, ein Blumenladen ist das. Ich sollte dir einen scheuern. Sie möchten ein paar Blumen kaufen? Dieser Blumenladen ist nicht sicher. Ich kann das ändern. Verstehen Sie? Okay, ich zahle. Das war doch mal eine gute Verhandlung. Nicht wahr? So, da ist ein Tresor. Mal gucken, ob es hier oben noch irgendwas gibt. So, mal schauen. Ja. Also wenn es das schon war, dann war das aber ganz schön billig hier, ne? Möchte ich jetzt mal ausdrücklich sagen. Ja, nein, natürlich nicht. Aber egal, ein Versuch war es wert. Hätte ja klappen können. So, ein bisschen Geld, ein bisschen Munition, alles klar. Weiter geht's. Wieder zurück in unsere dritte Klasse-Karre. Und wir fahren zum nächsten Laden. Ach ja. Heute ist irgendwie ein ziemlicher Lazy-Tag für mich. Ist wirklich nicht sonderlich viel passiert und ich bin müde und total erschlagen. Ja. Ach ja, für die, die meinen, beziehungsweise der Auffassung sind, ich hätte sie auch promoten sollen. Tut mir leid, aber man sollte schon nur einen promoten und ich habe dann halt einfach meine beiden Lieblinge genommen. Ich hoffe, das ist auch allgemein so in Ordnung. Ich hoffe, dass einige andere Let's Player deswegen jetzt nicht sauer sind oder so. Das wäre nämlich echt doof. Das war nämlich echt nicht das Ziel davon. Aus dem Weg, Arschloch. Ich muss da rein. Das könnte zwar Ärger geben, aber okay. Viel Spaß. Da! Hey, ich reiß dir den Arsch auf! Ich bring dich um! Ja, anscheinend ist das nicht deine Schwachstelle. Also anders.